mich jetzt endlich und mache mal mein erstes Video. Und zwar möchte ich gerne ein neues Harz ausprobieren, das Art Pro Deluxe von Resin Pro. Und zwar ist das ein hochviskoses Harz. Und ja, ich möchte einfach mal versuchen, ob ich damit klarkomme. Ich habe mir schon das Harz angemischt und zwar ist das ein Mischungsverhältnis von 100 zu 70. Musste es in die Vakuumpumpe tun, weil es ziemlich viele Blasen hat. Jetzt so langsam sind sie weg. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe es bestimmt dreimal da reingesteckt und entlüften lassen, damit ich diesen Zustand hier bekommen habe. Und man sieht also immer noch hier, dass da doch noch sehr viele Bläschen drin sind. Mal gucken, wie es sich hinterher weiterentwickelt. Ich habe vor, einen Larimar-Effekt zu machen, der bis jetzt bei mir noch nie funktioniert hat. Und habe mir dazu schon die Farben angemischt. Und zwar einmal den größten Anteil an Harz mit Enoki von Octopus. Da habe ich drei kräftige Spritzer reingegeben. Schauen wir mal, ob es nicht vielleicht zu viel war. Dann habe ich mir einmal Grape Juice angemischt und zwar habe ich da 8 Tropfen reingegeben. Auch da müssen wir mal schauen, ob es nicht vielleicht zu viel waren. Und dann nochmal als zweite Farbe Jeans, das ist ein wunderschönes Blau und zwar auch beide von Octopus. Da habe ich 3 Tropfen reingegeben, das ist der kleinere Anteil und wie gesagt, mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Ich werde das jetzt einfach mal gießen. Hinterher möchte ich gerne noch ein paar Glitter da reinmachen. Das habe ich mir hier schon zurechtgestellt. Und zwar für diesen Guss möchte ich mir hieraus was mischen. Und danach habe ich noch was anderes vor. Mal schauen, was daraus wird. So, also nehmen wir als erstes mal das Weiß. Und füllen das hier auf den Boden ein. So dass der ganze Boden bedeckt ist. Ich benutze jetzt hier Resin-Inks. Bei Alkohol-Inks muss man etwas vorsichtiger sein. Und zwar gehe ich jetzt nochmal hier mit meinem Feuerzeug über die Farbe, um die Bläschen zu entfernen. Und wenn man die Alkohol-Inks benutzt, kann es doch anfangen zu brennen. Deswegen also immer ein bisschen abwarten und sowieso mit der Flamme sehr, sehr vorsichtig umgehen, damit man sich nicht die wunderschönen Formen, hier in dem Fall vom Molds and Shapes, die benutze ich also am liebsten, die sind wirklich toll, dass man sich die eben halt nicht verbrennt, denn das würde man dann bei jedem Guss sehen. Die Form wäre dann im Prinzip kaputt. So, jetzt nehmen wir mal die zweite Farbe. Suchen uns die Mitte, wenn ich Glück habe, treffe ich auch, und kippen das Ganze dann mit einem schnellen Schwung da rein. Sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus. Wie gesagt, ich habe bisher nie Glück mit solchen Güssen gehabt, habe aber auch noch nie ein solch hochviskoses Harz benutzt wie dieses Mal. Mal gucken, wäre toll, wenn es endlich mal funktionieren würde. Weil ich bin da also schon ein bisschen demotiviert. So.
So, das lassen wir jetzt ein bisschen einwirken. Das Harz fängt auch eigentlich direkt an zu arbeiten. Mal schauen, ob es das auch in diesem Fall tun wird. Und zwar ist in diesem Fall Sinn der Sache, dass die Farbe Rot sich unter das Weiß mischt. Und von der anderen Seite soll es dann einen wunderschönen Effekt erzeugen, was wir morgen nach dem Ausformen sehen können. Ich bin schon mal ganz happy, muss ich sagen, weil man sieht, dass es hier an den Rändern schon anfängt zu arbeiten und sich unter das Weiß zu setzen. Ich hoffe, dass das Ganze so weitergeht. Also wäre wirklich toll. So, ich werde dann jetzt schon mal anfangen, meinen Glitter anzumischen. Dazu nehme ich auch einen kleinen Becher. Der ist schon benutzt, aber das da drin ist alles trocken und das ist überhaupt kein Problem. Tue ich mir dann ganz wenig Harz zu rein, damit das Glitter sich hinterher nicht sofort über das Ganze hier verteilt. So, was nehmen wir jetzt dazu? Ich möchte ja ganz gerne das hier haben und dazu vielleicht, na, als feines nehmen wir das einfach mal dazu. Diesen Glitter habe ich mir irgendwann mal bei AliExpress, glaube ich, bestellt. Da ist es her. Rein damit. So. Ich glaube, das reicht schon. So. So, stellen wir dann so lange hier hin. Hier gehe ich jetzt noch einmal drüber. So. So. Hier sehe ich eine Fluse, die nehmen wir mal raus. Wovon hier dieser Punkt jetzt, wodurch der entstanden ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das kommt schon mal vor und das muss man dann so hinnehmen, wie es ist. Es ist einfach Handarbeit und da kann man nichts vorausbestimmen und das Herz macht letztendlich sowieso, was es will. So, jetzt füllen wir mal die zweite Farbe ein. Die habe ich also sehr dunkel angemischt. Eigentlich sollte man das heller machen. Aber gucken wir mal einfach, was daraus wird.
So. Jetzt füllen wir hier noch unseren Glitter ein. Das ist bei mir fast Pflicht. Also ohne Glitter geht irgendwie gar nichts. Uiuiui. So. Nochmal gut gegangen. So, da rein. Das passt schon mal gut dazu, von der Farbe her. Bin ich ganz zufrieden. Und wie gesagt, wenn es jetzt noch funktioniert, das wäre toll. So, noch ein bisschen verteilen. Das wird sich eh größtenteils unten absetzen. So, dann schauen wir mal, was da passiert. Hier habe ich noch etwas Weiß übrig. Ich glaube, ich werde das gleich bei dem anderen Guss mal versuchen anzuwenden. Oder ich mische mir da vielleicht auch noch eine Farbe rein. Ich liebe im Moment Smurf. Smurf ist also auch eine Farbe von Octopus und das ist Schlumpffarbe. Und da stehe ich total drauf. Ich mische mir die jetzt einfach mal da rein. Ich müsste dann allerdings, ich müsste eigentlich zweimal Weiß haben. Wie mache ich das? Muss ich noch mal Staub rausmachen. Das geht also wunderbar mit irgendeinem Klebestreifen, egal ob Kreppband oder Tesa oder irgendwas anderes. Klappt also echt prima. So. Bläschen, die sind jetzt tatsächlich so langsam weggegangen. Gott sei Dank, muss ich sagen, hat das Art Pro Deluxe eine sehr lange Verarbeitungszeit dafür, dass es ein hochviskoses Harz ist. Da ist die Verarbeitungszeit oft nur sehr kurz, sodass es also gar nichts ausmacht, wenn man sich da Zeit lässt. Da ist jetzt auch was reingekommen, das möchte ich auch ganz gerne noch rausmachen. So. Ich bin so gespannt, was das hier wird. Kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen. So. Ich nehme mir jetzt nochmal hier noch ein anderes. Mische ich mir auch noch was Weiß an. So, ich überlege gerade, was ich mache, weil ich habe schon 10-mal meine Meinung wieder geändert. Ich schütte das jetzt einfach mal hier rein. So. Ich
das, was ich hier jetzt versuchen will, mit Enoki klappt, weiß ich auch noch nicht so genau. Normalerweise benutze ich dafür immer meine weiße Pigmentpaste. Und es reagiert ja alles etwas anders. Pigmentpaste ist also recht schwer, im Gegensatz zu zum Beispiel den Alkoholinks. Die sind also sehr, sehr leicht. Die Resininks sind natürlich auch etwas schwerer, aber doch nicht so schwer wie die Pasten. Hier mache ich mir jetzt einfach mal ein wenig von meiner Lieblingsfarbe rein. Das ist von Yemesi Purple Orchid. Das ist ein Maika-Puder. Und das ist also knallepink, sage ich mal, und hat einen ganz tollen blauen Schimmer. Farben immer gut einrühren, sonst hat man hinterher so Punkte, wo sich das nicht richtig aufgelöst hat. Und das ist dann immer recht ärgerlich. Wenn ich nicht alles richtig zeige, nicht alles richtig im Bild habe, seht es mir nach. Also wie gesagt, es ist mein erstes Mal und ich werde auf jeden Fall daran arbeiten. So, einmal Smurf. Sieht mal, wie schön das aussieht. Ist also eine echt tolle Farbe. Hier gehe ich auch immer noch mal rüber, weil sich da immer noch wieder Bläschen bilden, die vom Boden nach oben kommen. So, hier werde ich einmal den Rand entlang gehen. Hier sind überall kleine Bläschen, die man damit dann nach oben holt. Und dann kann ich sie mit dem Feuerzeug wieder wegmachen. So, und zwar möchte ich heute mal versuchen, Punkte zu machen. Das habe ich letztens gesehen. Also eigentlich schon öfter, aber letztens ist es mir wieder in einem Video begegnet. Und das fand ich so toll. Deswegen möchte ich das jetzt gerne mal ausprobieren. Ich könnte auch einen Spritzbeutel dafür nehmen. Könnte man das vielleicht besser platzieren. Ja, die sind recht groß, die Punkte. Gucken wir mal, was passiert. Das Harz arbeitet ja immer zur Mitte hin. Wir werden sehen, ob es klappt.
könnte auch passieren, dass wir jetzt Blobs bekommen, dass sich das Weiße einfach nach unten durchsetzt und dann absetzt in der Form. Allerdings, da ich also keine Paste genommen habe, denke ich mal, dass das nicht passieren wird. Das einfach mal lassen. Und dann werde ich mal bis morgen früh warten, bis das Ganze ausgehärtet ist und wir das entformen können. Also immer noch wieder Stellen, wo ich was reinmachen kann. Welche Farbe auch immer. So. So. Ich werde dann noch einmal mit dem Feuerzeug darüber gehen. Ein bisschen die Flammen entfernen, hier auch nochmal. Ja, jetzt bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu warten. Wir sehen uns also wieder beim Ausformen. So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag und wir können unsere beiden Schätzchen entformen. Hier hatte ich nochmal aufgegossen. Und zwar mit meinem Lieblings-Purple Orchid. Ich hoffe, dass das ein guter Hintergrund ist. So, dann schauen wir einfach mal. Einmal das. Und einmal das. Hier habe ich das ein wenig übergossen. Das ist aber kein Problem. Das kann man gerade am Anfang sehr gut entfernen. So, dann wollen wir mal sehen. Hey, damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet. Das ist das erste Mal, dass dieser Effekt bei mir überhaupt funktioniert hat. Allerdings frage ich mich, wo meine beiden Farben geblieben sind. Irgendwie kann man davon nichts mehr sehen. Es ist einfach nur noch zu einem Grau zusammengelaufen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das toll. Also ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Schauen wir uns das andere noch an. Das waren ja hier die rosanen und blöden Punkte. Mal gucken, was daraus geworden ist. Hey, ich hatte also keine wirkliche Vorstellung von dem, was da passieren wird. Es ist also nicht so geworden, wie ich gehofft hatte, aber trotzdem, es ist okay. Also ich bin auch damit wirklich sehr zufrieden. Ja. So, auch das war's dann für heute.
wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, zu was ich da Lust haben werde. Wir werden sehen. Bis dann. Ciao.